Ja, danke. Hi, everybody. Die zwei Thesen für meine 2 Minuten beim Zuke Digital sind: technische Digitalisierung allein ist nicht ausreichend. Belastbare Prozesse erreiche ich erst mit korrekten Inhalten. Und zweitens, Corona hat die Systemrelevanz des Einkaufs deutlich gemacht. Wenn Menschen miteinander sprechen, dann ist das fehlertolerant, weil wir intelligent sind. Wenn Maschinen miteinander sprechen, ist das nicht so. Wenn ich beim einmaligen Anlegen der Stammdaten eines Produktes einen Fehler mache, dann kann sich ein Fehler x-mal verbreiten, wie ein Virus, mit entsprechenden Konsequenzen. Hierzu gehört nicht nur die Verschwendung qualifizierter Arbeitszeit. Konsequenzen können auch sein, verspätete oder sogar Falschlieferungen, nicht korrekte Lagerbestände oder Fehler in der Patientenakte. Ein Fehler in den Produktstammdaten bringt Stress in meine Prozesskette, zeigt Nebenwirkungen bis hin zur Versorgungs- und Patientensicherheit. Die Investition in korrekte Inhalte, sprich saubere Produktstammdaten, zahlt sich aus. Störungsfreie digitale Prozesse verhindern die Verschwendung von Arbeitszeit. Transaktionskosten können halbiert werden. So entsteht Raum für wertschöpfende Tätigkeiten, qualifizierte Mitarbeiter und gleichzeitig belastbare Prozesse. Der Einkauf hat eine höchst interessante Perspektive. Im Fokus sollte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Klinik und Patient stehen. Der Einkauf ist dabei der Dirigent. Im Orchester spielen gemeinsam medizinische Fachkräfte wie Hersteller bzw. Lieferanten. Mit Supedio möchten wir diese Vision unterstützen und ich würde mich sehr freuen über eine Kontaktaufnahme zur gemeinsamen Diskussion. Meine Kontaktdaten sende ich gleich hier im Chat. Ich danke Ihnen und wünsche weiterhin eine interessante Veranstaltung. Bis dann. Tschüss.